Doch ich muss erst den toxikologischen Bericht abwarten. Erst dann kann man genaueres sagen. Aber wenn ich ganz ehrlich zu Ihnen bin, in den 30 Jahren meiner medizinischen Praxis habe ich sowas noch nie gesehen. Wirklich, Doktor, ungemein beruhigend, Ihre Aussage. Wirklich, Doktor, ungemein beruhigend, Ihre Aussage. Sag du noch mal, du wärst nicht mein Sohn. Wir tun ja, was möglich ist, okay? Wissen Sie, Warren ist nur, wir sind alle vollkommen durcheinander, verstehen Sie? Ja, natürlich. Bitte überwachen Sie seine Werte. Ja, ich muss jetzt erstmal ins Labor. Lionel, kämpf weiter, hörst du mich? Kämpf weiter! Natürlich höre ich dich. Es tut mir furchtbar leid, dass ich dachte, du würdest die Ohnmacht vortäuschen. Der Einzige, dem was leid tun sollte, ist der Typ, der meinen Magen ausgepumpt hat. Hast du eine Ahnung, was das für eine Tortur ist? Er ist total weggetreten. Oh Gott, ist das furchtbar. Und was habe ich an meinem Kinn? Sabber ich etwa? Oh, lasst mich sterben, ich sabbere ja. Hören Sie, dass er spricht? Er sagt irgendwas. Hören Sie, nein, nein, das täuscht nur. Unwillkürliches Stöhnen und mangelnde Kontrolle ihrer Körperflüssigkeiten ist für komatöse Patienten normal. Oh, toll, das wird ja immer besser. Ich kann das alles nicht verstehen. Ich hatte die Suppe doch probiert. Sie war völlig in Ordnung. Aber möglicherweise war es nicht dieselbe. Doch, es war dieselbe. Ich habe die Suppe sogar gekostet, noch bevor ich Portionen auf... Oh mein Gott, Warren. Was? Lionel saß ja, wo ich sitzen sollte. Ja, und weiter? Es waren Namenskarten auf dem Tisch. Lionel saß auf meinem Platz und jemand hat in Wirklichkeit eigentlich mich vergiften wollen, da bin ich sicher. Na, Mutter, was gibt's? Ich möchte dich dasselbe fragen. Du hast mich doch wohl angerufen, damit ich sofort komme. Also nochmal, was gibt's? Ich will einige Antworten, Cassandra. Wozu brauchst du meine Kräuter? Und was ist mit Angela Cassidy? Ach ja, du warst ja zu Angelas Dinner eingeladen. Wie war's denn? Du wärst doch ohne Angela nicht die Freundin von Warren. Er wollte es so. Oh nein, Mutter, sie hat ihm keine Wahl gelassen. Erst ihre tapfere Aussage, dann kauft sie ihm den Verlag und am Ende folgt die Fotogalerie. Sie hätte, was Warren angeht, noch mit wesentlich mehr Geld winken können. Und trotzdem, wenn er wirklich mit dir zusammen sein wollte, dann wäre er's. Danke, Mutter. Weiter bitte. Für einen Giftmordversuch wäre Angela eine dumme Wahl. Wovon redest du überhaupt? Hör, lass jetzt mal die Pflanzen und sag mir endlich, was ich du willst. Ich versuche nur, die einzigen Menschen zu beschützen, die ich liebe. Dich. Dich, obwohl du selbst Schuld hast. Und Lionel, natürlich, ihn auch. Was ist denn mit Du hast den Falschen vergiftet. Er hat die Suppe gegessen, die du für Angela vorgesehen hattest. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich wollte niemanden vergiften. Ist Lionels Gesundheit denn gefährdet? Interessiert dich auch bei Angela, ob sie gesund Mutter, ist? Mutter, du hast gesagt, das sei ein Schlafmittel. Cassandra, was wolltest du damit? Was ist das für eine blödsinnige Idee? Sollte sie am Tisch einschlafen und dann? Ach, was weiß ich? Stirbt Lionel? Ist es so ernst? Ich weiß nicht, ob er stirbt. Im Koma zu liegen ist fast dasselbe wie tot sein. Oh mein Gott, Mutter, hast du denn kein Gegenmittel? Vielleicht, ich bin ja schon auf dem Weg und ich werde auch dich da rausholen. Und jetzt hilf mir, diese Töpfe ins Auto zu laden und zwar schnell. Das Haus ist eigentlich ganz in Ordnung, aber mir gefällt hier eben nicht. Wieso, weiß ich auch nicht. Ich wünschte, Mason wäre heute Abend da. Und Sie Arme wollen auch längst ins Bett. Mrs. Cobb! Mrs. Danke für die anregende Konversation. Ich gehe und lese Samantha noch ein bisschen was vor. Nicht in ihrem Zimmer. Sie muss doch irgendwo sein. Suchen Sie oben, bitte. Wissen Sie, auf wessen Konto das geht? Ich kann mir schon jemanden denken. Angela, bitte nicht hier. Warren, es ist nicht nötig, nach Ausflüchten zu suchen. Ich bin diejenige, die es getan hat. Ich glaub's ja wohl du nicht. Du hast ihn? Mutter, du musst hier doch jetzt nicht nein. sein. Nein, Cassie. Das hier ist allein mein Verschulden. Ich hab meinen Sohn Lionel vergiftet.
vorstellen, meine Mutter, die Diva. Hat jemand ein Kartenspiel dabei? Was sucht ihr drei denn hier draußen? Wieso lauft ihr mir auf den Friedhof nach? Naja, wir dachten, für so ein Familientreffen wäre der Friedhof gar nicht mal so schlecht. Ja, finde ich auch. Die Capwell-Familie in trauter Eintracht. Gut, hm? Wir hätten etwas zu essen mitbringen sollen. Wenigstens Marshmallows. Die hat Channing immer gemocht. Stimmt's, Channing? Du machst wohl gerade ziemlich viel mit, Dad. Du steckst in Schwierigkeiten. Das klingt noch zu harmlos. Es gibt treffendere Worte, um meine Situation zu beschreiben. Das ist Familientradition. Ich habe schon mehr Mist gebaut, als mir lieb ist. Das geht mir auch so. Oh ja, solche Pannen kenne ich. Vielleicht noch ein paar weniger als Mason, aber ich bin ja noch jung. Ich nehme den Preis für falsche Entscheidungen entgegen und danke dafür der Akademie, meinen Agenten, aber vor allem meiner Familie, die mir erlaubt hat, weiter zu sündigen. Oh, das ist wirklich toll. Also im Grunde lag's an uns. Alles, was du gemacht hast, war immer unser Fehler. Ja, denn jedes Mal, wenn ich mal wieder aufs Maul gefallen war, wart ihr da und halft mir auf. Das war für mich immer wichtig zu wissen, ich bin nicht allein. Ich will damit allerdings nicht andeuten, die Capwells seien die Bundy-Family. Oh, sicher nicht. Wir sind eher wie die... Die Adams-Family. Ja, genau. Wir sind eher wie die Adams-Family. Wenigstens halten wir zusammen. Und auch wenn wir uns streiten, das ist eben unsere Art zu kommunizieren. Aber Liebe und Loyalität sind auch da. Ich weiß eins über Familien. Alles richtet sich nach dem Oberhaupt. Was wir heute sind, sind wir bloß deinetwegen, Dad. Dad, du hast vollkommen recht. Daddy, du hast mich immer fast an den Rand des Wahnsinns getrieben. Nie warst du zufrieden. Alles und jeden und vor allem mich musstest du manipulieren. Stopp, stopp, bitte jetzt keine Komplimente. Du reizt uns, du irritierst uns. Aber das Wichtigste ist, du liebst uns. Du bist immer für uns da. Egal, in was für eine Klemme ich mich reingeritten hatte und mochte es auch noch so schlimm sein. Du warst, wenn es drauf ankam, immer da. Und darauf konnten wir uns auch alle verlassen. Ich hoffe, du hast zugehört. Weil Kelly recht hat. Wir sind nicht eine richtige Vorzeigefamilie. Wir sind auch nicht sehr nett zueinander. Aber im Zweifelsfall sind wir alle da. Vor ein paar Minuten haben wir gehört, dass du dir Gedanken darüber machst, ob dein Leben noch einen Sinn hat. Wenn du dich entschließt, das zu tun, was du im Moment für richtig hältst, und nicht das, was du am liebsten tun würdest, was wäre dann übrig, das dich wirklich glücklich macht? Aber was du auch machst, wir sind für dich da. Ja. Auch wenn wir deine Entscheidung nicht gut finden. Also ich finde sie bestimmt nicht gut. Aber das sollte für dich wirklich keine Rolle spielen. Ich meine... Wir haben Fehler und du liebst uns. Und wir lieben dich auch, Daddy. Mit deinen Fehlern. Also tu, was du tun musst. Aber nicht kneifen. Nicht kneifen. Wieso wolltest du ihn umbringen? Wieso? Das hatte ich ja gar nicht vor. Es war eigentlich ein Unfall. Was sagst du da? Du hast ihm aus reiner Experimentierfreude ein paar Giftbohnen in die Suppe geworfen? Keine Bohnen, sondern Blätter. Kräuter, weil ich geglaubt habe, dass niemand... Angela, verzeihen Sie mir? Dass bei den Raymonds, auch nicht Angela, die ja viel zu hübsch dafür ist, gut kochen kann. Und da wollte ich bloß ihre Suppe mit Kräutern ein wenig verfeinern. Mit etwas Arsen vielleicht? Nein, nein, ich dachte, es sei Petersilie. Und meine Augen sind auch nicht mehr so gut wie früher. Und ich denke, da habe ich das... jetzt, okay? Ich denke, wir sollten uns beeilen. Und vielleicht weiß der Doktor ja ein Gegenmittel, wenn du ihm mal deine Pflanzen zeigst. Ist auch etwas dabei, das die Giftwirkung neutralisiert? Ich denke schon. Jedenfalls in diesem Buch steht, für jedes der Kräuter hätten sie da was. Oh Warren, wir holen jetzt die Töpfe hier rein und dann werden wir ja... Ich würde vorschlagen, dass Sie erstmal den Toxikologen fragen. Oh, Lionel. Bitte entschuldige, es tut mir so unendlich leid.
Dir tut es leid? Meine Mutter ist doch hier die Bedrohung. Lionel, das war meine Schuld, weißt du? Die Suppe war nicht für dich bestimmt, sondern für Angela. Das war ein Versehen. Oh mein Gott. Ich weiß auch nicht, was das eigentlich sollte. Ich wollte sie ja nicht töten. Ich wollte ihr nur eine Lektion erteilen. Erzähl mir das lieber nicht. Ich will das gar nicht wissen. Ich wollte sie ja nur erschrecken. Doch ich habe wohl ein bisschen zu viel von dem Kraut verwendet. Oh Gott, stirb jetzt nicht. Ich bitte dich, Lionel, du darfst noch nicht sterben. Na, vielleicht wäre das für uns beide besser. Denn wenn ich überlebe, müsste ich etwas unternehmen. Schließlich hast du versucht, Angela zu vergiften. Schön, wieder hier zu sein. Wie geht es dir? Mir geht's schon gut, wenn ich euch beide nur sehe. Was war mit Cici los? Ist eine lange Geschichte. Wieso liegt ihr beide hier? Ist auch eine lange Geschichte. Komm, wir bringen sie lieber nach oben. Jetzt gehst du ins Bett. Schon vorbei? Nein, bald ist es soweit. Rosa, wie konnte das bloß passieren? Hallo, Santana. Ach, Sophia, etwas dauert es noch. Es ist noch zu früh zum Feiern. Das ist nicht fair. Ja, das weiß ich. Bitte entschuldige. Nur ich kann auch ich nicht. Ich verstehe so dich. Ich. Ist schon gut. Nur eins wollte ich dir noch unbedingt sagen und dann gehe ich sofort wieder und werde dich nicht weiter stören. Es geht mich nichts an, weswegen du hier liegst. Aber ich denke, du machst einen Fehler, wenn du die Entscheidung ganz ohne Cici treffen willst. Ich weiß genau, was Cici über meine Schwangerschaft denkt. Ich frage dich, weißt du das auch? Er nennt es bloß Schwangerschaft. Er will verdrängen und nicht akzeptieren, dass das Baby von ihm ist. Santana, sowas kann sich ändern. Es muss ihn geschockt haben. Du musst ihm nur etwas mehr Zeit lassen. Möglicherweise überlegt er es sich noch. Sophia. Ich benutze diese Schwangerschaft nicht, um einen Mann an mich zu ketten. Das ist mir fremd. Und ich denke nicht daran, um Liebe betteln zu gehen, ist das klar? Sind Sie bereit? Oh ja, das bin ich. Ich muss Sie bitten zu gehen, damit ich die Patientin vorbereiten kann. Komm schon. Also, dann bringen wir es hinter uns, okay? Sie bekommen noch eine lokale Anästhesie. Ist klar. Komme ich zu spät? Eher zu früh. Mrs. Andrade wird den Abbruch nicht vornehmen lassen. Cici, tu das nicht. Das kannst du nicht machen. Bitte. Bitte. Wenn ich das jetzt nicht durchziehe, dann werde ich die Kraft dazu nie wiederfinden können. Cici, tu es nicht. Das brauchst du auch nicht.
Wir gehen jetzt nach Hause. Samantha wird den Ring irgendwo im Haus gefunden haben. Gib mir einen Kuss. Naja, man könnte das vielleicht als Anzahlung betrachten. Julia, wir dürfen uns von Kleinigkeiten nicht verrückt machen lassen. Wenn ich an meinen Vater denke und daran, was er jetzt alles durchmacht, wie glücklich sind wir dagegen. Wir sind wieder zusammen. Wir haben Samantha. Und wir haben das neue Haus. Ja, ich weiß. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber das wird schon noch. Mason, dir ist ja wohl aufgefallen, dass wir in diesem Haus bisher nicht einmal miteinander geschlafen haben. Du wirst zugeben müssen, das liegt auch ein bisschen an dir, meine liebe Frau. Das schon, ich war nur etwas abgelenkt, weil es hier doch ein paar Probleme gab. Wir werden uns eben Zeit nehmen. Dann wird sich alles von selbst ergeben. Ich weiß, das ist keine Frage der Zeit. Und ich denke, du wirst mich jetzt für überspannt halten. Doch ich habe das Gefühl, dass wir beide hier deshalb nicht zueinander finden, weil das Haus nicht will, dass wir es tun. Das meinst du nicht ernst, hm? Boswell? Er ist unterwegs? Gut, danke. Du merkst einfach nicht, wann ein Witz ausgeleiert ist, nicht, Vic? Sie haben vielleicht Nerven. Spielen hier die besorgte Angehörige, obwohl Sie doch Lionel vergiftet haben. Nein, ich bin eine besorgte Angehörige. Und wenn ich Sie wäre, würde ich nicht mit Beschuldigungen um mich werfen, die ich nicht beweisen kann. Sagen wir noch nicht. Aber ich weiß, dieses Gift war für mich. Auch wenn Ihre Mutter sich bemüht, Sie zu entlasten. Verstehen Sie denn nicht? Ihr Bruder könnte sterben wegen Ihrer verrückten Eifersucht. Das wird er nicht. Sie werden das Gift neutralisieren. Dafür sollten Sie wirklich beten. Gib nicht auf, Lionel. Niemand liebt das Leben so wie du. Wir brauchen dich sehr. Und ich ganz besonders. Bitte halte durch. Sein Zustand ist unverändert. Ich werde ihn noch mal untersuchen. Dann geben wir ihm das Gegengift und hoffen, dass es wirkt. Hoffen? Das klingt nicht gerade sehr beruhigend, Doktor. Wie ich schon sagte, Warren, es gibt kein herkömmliches Mittel gegen dieses spezielle Gift. Die Pflanze ist ausgesprochen selten. Anhand der Probe, die Ihre Großmutter uns gab, hat das Labor inzwischen ein Serum entwickelt. Wir sind uns aber nicht sicher, ob es auch wirkt. Sie waren die ganze Nacht hier. Gehen Sie nach Hause, ruhen Sie sich aus. Nein, ich bleibe hier bei meinem Vater. Ich weiß, wie du dich fühlst, Warren, Schatz. Aber je eher der Arzt ihn untersucht und behandelt, desto eher wirst du deinen Vater wiederhaben. Also gut, ein paar Minuten. Noch unverändert.
Sehr bald wird es ihm besser gehen. Ich habe die halbe Nacht meine Kräuterbücher gewälzt und dann für ihn einen Talisman zusammengestellt, versehen mit den Kräften von ein paar meiner Babys. Sie meinen wohl Ihre Pflanzen? Ja, meine Babys. Die Pflanzen, um die es geht, sind äußerst selten und überaus wirkungsvoll. Sie werden helfen, das Gift zu neutralisieren. Sollten wir das nicht besser den Ärzten überlassen? Du überraschst mich, Warren. Du hast viel gesehen von der Welt. Du solltest wissen, auch wenn Ärzte heute vieles können, sind sie überfordert in gewissen Fragen. Was soll's? Versuch's mit deinem Talisman. Was haben wir zu verlieren? Sieht aus, als ob er uns verlassen will. Wenn ich eins über Lionel weiß, dann das. Er hat 99 Leben. Naturkatastrophen, Hurricanes und Pflanzengifte können ihn höchstens kurz aus der Bahn werfen. Wie ich das sehe, geht er erst mit 105 in seinem Bett und zu seinen Bedingungen. Amen. Aber ich kann nicht hier draußen stehen und warten. Ich werde den Arzt nicht stören. Ich möchte nur sehen, was vorgeht. Ich frage das nicht gern, aber ist vielleicht eine von Ihnen in meinem Haus gewesen gestern, während ich hier war? Nein, wie ich schon sagte, ich war die halbe Nacht damit beschäftigt, meine Bücher zu wälzen. Nein, Angela, ich war nicht mal in der Nähe Ihres Hauses. Was soll die Frage, Angela? Ich war noch mal dort, letzte Nacht, da Sie hier eine Probe von der Suppe haben wollten. Und wenn es so war, wie Sie gesagt haben, Mix, dann hätte man doch auf allen Tellern Spuren von dem Gift finden müssen. Aber als ich ankam, hatte irgendjemand schon still und heimlich den Abwasch erledigt. Da war keine Spur von Suppe oder Gift mehr. Alles verschwunden. Warst du schon wieder so lange in der Galerie gestern Abend? Und du hast Warren immer noch nicht gesagt, dass du hier aufhören willst. Oh, er hat im Moment Kummer genug, denke ich. Aber ich sag's ihm versprochen, das werde ich. Katharina, danke, dass du noch vorbeigekommen bist. Suzanne, das habe ich gern gemacht. Sonst habe ich mich immer irgendwo verkrochen mit meinen Depressionen, aber irgendwie war ich durch unser Zusammenwohnen jetzt daran gewöhnt, dass da jemand ist, dem ich mein Herz ausschütten kann. Ich weiß, geht mir mit dir genauso. Ja, aber du bist doch nicht allein. Du bist doch unter Freunden bei den Capwells. Ja, sicher. Ich hab sie alle gern, aber sie sind sehr mit sich und ihren Familienproblemen beschäftigt. Und so nett sie auch zu mir sind, ich fühle mich manchmal als Eindringling. Bei uns in der Wohnung hattest du dieses Gefühl sicher nicht. Ich muss zugeben, auch ich vermisse unsere Plauderstunden. Ich wollte nicht damit anfangen, weil ich dachte, du fühlst dich wohl, wo du bist, aber dein Zimmer ist noch frei für den Fall, dass du vielleicht wieder einziehen willst. Julia, der Gedanke, ein Haus würde nicht wollen, dass wir uns lieben, ist sehr metaphysisch, meinst du nicht? Naja, irgendwas kommt doch immer dazwischen, oder nicht? Nein. Ich beweis dir, dass du dich irrst. Jetzt gleich. Kommen Sie später wieder! Ja. Ich sehe mal nach, wer es ist, der kann was erleben. Dreyfus, hören Sie schwer. Ich sagte, kommen Sie später wieder. Die Morgenzeitungen sind gekommen, Sir. Ich krieg meine Zeitungen ins Büro und da lese ich sie auch, Dreyfus. Die Zeitungen kommen hier täglich, Sir. Die Los Angeles Times, die New York Times und natürlich die London Times. Wie erfreulich, Dreyfus. Danke vielmals. Guten Morgen. Wie du siehst, es spielt keine Rolle, was wir wollen. Doch, das tut es. Es ist unser Haus. Erklär das mal Dreyfus und all den anderen. Das werde ich, sobald ich Zeit habe. Mason, das ist so frustrierend. Ich wüsste da was zum Aufheitern. Ich glaube, wir sollten beide eine schöne kalte Dusche nehmen. Irgendwie hast du recht, das ist lächerlich. Meinst du, dass du mich heute zum Lunch in meinem Büro besuchen könntest? Mhm. Ja, ich glaube schon. Dann überprüfen wir deine Theorie. Mhm.
Da und schon fertig angezogen für den Kindergarten? Hast du die Sachen selbst ausgesucht? Na klar. Wie ein richtig großes Mädchen? Jetzt sag mal, meine kleine Maus, diesen Ring hier, den du mir gebracht hast, wer hat ihn dir gegeben? Ein Freund. Ah, Mrs. Stern? Mm-mm. Das Mädchen? Mm-mm. Dreyfus? Mm-mm. Antonio? Mm-mm. Aber Schatz, mir Leute, gibt es hier im Haus nicht. Welchen Freund meinst du denn nur? Ein neuer Freund. Hallo. Hi. Willst du auch was? Nein, danke. Schön, dass wir uns treffen. Ich wollte dich nämlich fragen, ob du zufällig jemanden kennst, der einen ganz bestimmten Wagen verkaufen will. Einen 66er Mustang Cabriolet. Aquamarin mit schwarzen Rallye-Streifen. Nein, wieso? Naja, Cruz hatte so einen, den er sehr liebte, früher als Schüler. Und jetzt hat er nach 20 Jahren dieses Schultreffen. Da fand ich, es wäre toll. Naja, wenn ich ihn damit überrasche und er kann damit zu der Party fahren. Das ist eine tolle Idee, ein super Geschenk, Mom, du. Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Hat einer von euch von Dad schon was Neues zum Thema Santana gehört? Nein. Mein Gefühl sagt mir, wir sollten uns wohl ernsthaft auf Familienzuwachs gefasst machen. Ja, sicher. Wir sollten alle paar Monate damit rechnen. Ach komm, Teddy, bitte hör auf damit. Respekt funktioniert wechselseitig. Von unserem Vater verlangen wir immer Respekt vor unseren Entscheidungen. Aber denselben Respekt sollten wir möglichst auch ihm entgegenbringen. Wie immer er sich entscheidet in Bezug auf Santana und das Baby, ich finde, er braucht unsere Hilfe. Und ich finde, Mom braucht unsere Hilfe sehr viel dringender. Und ich finde, wir sind sehr wohl in der Lage, für beide da zu sein. Und außerdem denke ich, wir sollten mit niemandem außerhalb der Familie darüber reden. Also, zumindest jetzt noch nicht. Sehr richtig. Warum sollte das wohl jemand tun? Du hast noch die Presseerklärung zu diesem Schweizer Standort. Könntest du die so schnell wie möglich bearbeiten, Mason? Das wäre wirklich nett. Innerhalb der nächsten Stunde. Gut, danke. Ich hätte ehrlich nicht gedacht, dass sie ihren neuen Job als eine Herabsetzung ansieht. Naja, es ist sicher schwer, wieder auf der Reservebank zu sitzen. Ich muss ihr einfach deutlicher zeigen, wie wichtig ihre Arbeit für mich ist. Und du, fühlst du dich wohl als Vizepräsident für die Außenverwaltung? Ja, mir gefällt's, solange ich nicht in einem Büro rumsitzen muss und niemand meine Entscheidungen in Frage stellt. Ja, im Großen und Ganzen macht mir die Arbeit Spaß. Ich habe keinerlei Probleme mit deiner Arbeitsweise, also ist doch alles in Butter. Eine Kleinigkeit wäre das schon. Ich weiß nicht genau, wie lange ich hier bleiben kann, um für Dad zu arbeiten. Wenn er diese Menge verträgt, erhöhen Sie die Dosis auf 125 Milliliter. Das ist das Gegenmittel? Ja. Seine Vitalfunktionen sind stabil, also versuchen wir es. Und wir können nur dastehen und warten? Ich fürchte ja. Wie geht's ihm? Sein Zustand ist weiter stabil. Kann ich zu ihm reingehen? Ja. Was zum Teufel ist das? Das ist der Talisman, der das Leben deines Vaters retten wird. Oh nein, nur nicht eins von Mutters Wundermitteln. Er besteht aus einem Teil stinkender Kleewurz und je zwei Teilen stinkendem William und stinkendem Roger. Ich vermute, das wird ihn umbringen. In unserer Schule ging mal einer, den nannten wir den stinkenden Willi. Damit könnte man Tote ins Leben zurückrufen. Das ist genau der Punkt, Warren. Es sind wundertätige Pflanzen und sie werden ihm helfen. Jetzt heb mal seinen Kopf an. Wenn du wirklich meinst, dann... Wo ist die verdammte Krankenschwester, wenn man sie braucht? Hören Sie auf, was machen Sie da? Ich rette meinem Sohn das Leben. Sie können doch nicht Nein, einfach... Nein, einen Moment, ja? Hören Sie behandeln Sie, ich ihn werde schon Ihnen... seit 12 Stunden und haben ihm nicht helfen Aber wir tun können. Doch... Schon gut, ich erkläre es ihr. Also meine Großmutter, sie möchte ihm nur dieses stinkende Zeug um den Hals hängen und sie glaubt an die Wirkung dieser Kräuter und man sagt ja, dass der Glaube manchmal Berge versetzt. Das ist mehr als ungewöhnlich. Wissen Sie, dass mein Vater im Koma liegt, ist auch sehr ungewöhnlich. Bitte. Also gut. Aber ich bin nicht sicher, ob der Arzt sich meiner Meinung anschließt, wenn er das hier sieht. Na siehst du, Lionel, mein Junge, jetzt brauchen wir nur noch zu warten, bis die Zauberkräfte wirken. Schlimmer kann es in der Hölle auch nicht stinken. Du
Boo! 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 Oh, komm schon, nicht ausmachen, bitte. Ich war so beeindruckt von deinen Tanzbewegungen neulich Abend. Ich habe stundenlang geübt, um das auch so hinzubekommen. Ach ja? Weißt du, das ist so ziemlich mein letzter Nerv, auf dem du da rumtanzt. Hast du nicht einen Bericht zu schreiben oder sowas? Mir ist da was eingefallen. Du machst doch dieses Seminar in L.A. Ja, und was ist damit? Naja, da geht's doch um gewaltlose Techniken, um Verdächtige zu überwältigen, richtig? Aha, und? Da haben sie den richtigen Mann. Oh Gott. Du wirst den Grünschnäbeln zeigen, wie man die Kriminellen dazu bringt, Beine und Arme in Bewegung zu halten. Das könnte auch eine neue Idee für die Todesstrafe sein. Naja, man tanzt den Verbrecher einfach zu Tode. Das erspart dem Steuerzahler eine Menge Ausgaben. Das ist durchaus witzig, aber wenn du damit nicht aufhörst, könnte es vielleicht Ärger geben. Oh nein, droh mir nicht. Damit wirst du leider leben müssen, solange du nicht mein Vorgesetzter bist. Aber ich schätze die Tatsache, dass du zu diesem Seminar nach Los Angeles geschickt wirst, spricht sehr dafür, dass du gute Chancen hast, bald Captain zu werden. Du solltest beten, dass ich es nicht werde, denn meine erste Amtshandlung wäre, dich irgendwo in die Provinz zu versetzen. Ein humorloser Mensch. Hey! Nanu! Tag! Grüß dich! Du fährst nach L.A.? Ist dein neuer Freund ein Mann oder eine Lady? Eine Lady! Eine Lady! Und ist sie hier im Haus? Mhm! Kennt Mami sie auch? Mhm. Wie sieht sie denn aus? Ist sie jung oder alt? Groß oder klein? Sie nicht gesehen. Du hast sie nicht gesehen? Aber wie hat sie dir dann eigentlich den Ring geben können? Sie hat es einfach getan. Ah ja, verstehe. Hast du schon etwas gefrühstückt? Mhm. Dann gib Mami noch einen Kuss und dann geht's in den Kindergarten. Ich hab dich lieb. Dann lauf, mein Schatz, und viel Spaß. Entschuldigen Sie, aber ich habe Sie hier noch nie gesehen bisher. Ich bin das Mädchen für die obere Etage, Ma'am. Ich weiß von einem Mädchen für oben gar nichts. Wann haben Sie hier angefangen? Was zum Teufel ist hier eigentlich los? Ich wollte dich sowieso anrufen, sobald mein Partner hier, der kleine Scherzbold, das Büro verlassen hat und erst gerade im Begriff zu gehen, nicht wahr? Mhm. Wann wirst du fahren? Oh, ich bin schon fast unterwegs. Oh, muss ja sehr dringend sein. Das Police Department führt gerade neue Praktiken für Streifenpolizisten ein. Sie sollen von jetzt an tanzend durch die Straßen patrouillieren. Auf diese Weise erreicht man mehr Bürgernähe. Und er ist der Tanzlehrer. Jetzt weißt du, was ich hier durchmachen muss seit dieser Nacht am Strand. Das ist deine Schuld. Ist dir das klar? Natürlich, natürlich. Es ist ganz klar, wie er darauf kommt. Er hat recht. Ich habe den Ärmsten gewaltsam aus dem Wagen gezerrt und gezwungen, bis zum Umfallen zu tanzen. Ja, ganz genau so war es an dem Abend. Genauso. Tja, ich muss jetzt leider gehen. Du musst wirklich schon weg, wie schade. Ja, viel Glück, viel Glück. Und falls ich Captain werden sollte, mein Freund, du weißt, dann ist dir die Provinz sicher. Wiedersehen, Kelly. Wiedersehen, Vic. Wie lange wirst du weg sein? Eine Woche. Was ist denn in den Tüten? Was zu essen. Ich dachte, dass du dir vielleicht mal eine Pause gönnen solltest. Ich wünschte, ich könnte, aber ich habe noch viel zu erledigen, bevor ich fahre. Also muss ich passen. Hm. Kann ich irgendwie helfen? Wenn die Frage ernst gemeint war, ja. Natürlich meine ich es ernst. Sag wirklich? Mir nur, was ich machen soll. Ich würde mich freuen, wenn du hin und wieder die Kinder besuchen würdest. Mach ich doch gern. Hilda, unser Babysitter aus der Hölle, wird sie beaufsichtigen. Und ich glaube, sie würden sich sehr freuen, wenn Tante Kelly öfter mal vorbeikommt, um sie zu drücken und zu küssen. Alles klar. Gut. Soll ich vielleicht jemanden benachrichtigen, dass du für eine Weile nicht zu erreichen bist? Das dürfte niemand weiter groß stören. Aber du könntest vielleicht die Videos, die auf dem Fernseher liegen, zurückgeben. Das wäre sehr nett. Okay. Okay. Gut, danke. Ist wirklich nett von dir. Sonst noch irgendwas, Sir?
Ja, was auch immer da so duftet in der Tüte, gibt es her. Nein, du hast gerade gesagt, du hättest keine Zeit, um das, mit mir zu essen. Das war ein Fehler. Willst du, dass ich vor Hunger sterbe? Du bist gemein, ehrlich. Hm. Na, was soll's. Auf dem einen hier steht sowieso direkt dein Name drauf. Ach ja? Mac Cruise. Hm. Toll. Ehrlich? Lionel, ich weiß, du kannst mich hören. Du hast dich immer gerne lustig gemacht über mich und meine Pflanzen. Und ich weiß genau, so krank du auch sein magst, irgendwo im Grunde deines Herzens tust du das auch jetzt. Es ist beängstigend, wenn einen jemand so gut kennt. Aber du musst damit sofort aufhören. Du musst dich konzentrieren auf diesen Talisman und aufs Gesundwerden, weil es sonst nicht funktionieren wird. Komm, rede mit ihm, Warren. Wenn irgendjemand zu ihm durchdringen kann, dann du. Ich hab gesagt, ich wär dir böse, weil du mich belogen hast. Ich war dir Lügner. Dich habe ich nie gehasst. Sondern nur den Gedanken, dass du nicht mein Vater bist. Den habe ich gehasst. Du bist immer mein Vorbild gewesen. Mich störte auch nicht, dass du oft weg warst. Es hat mir sogar irgendwie geholfen. Es hat mich dazu gebracht, meine Fantasie zu gebrauchen. So malte ich mir aus, wie die Welt da aussieht, wo du gerade bist. Du warst eine Art weltreisender Forscher. Wie Indiana Jones. Ja, so ein Vorbild warst du für mich. Und es war mein größter Wunsch, so wie du zu werden. Und auf einmal hatte ich das Gefühl, nicht mehr zu wissen, wer ich bin. Weil ich nicht wusste, wer mein leiblicher Vater ist. Aber das ist gar nicht wahr. Denn ich weiß genau, wer ich bin. Ich bin dein Sohn. Und du bist der beste Vater, den ich haben konnte. Ich bin ja hier. Hier bei dir. Dein Sohn ist hier. Der wird von jetzt an immer bei dir sein. Verzeihen Sie, Madame, ich wollte Sie nur davon unterrichten, dass Miss Samantha gleich zum Kindergarten muss. Danke, Dreyfus. Dreyfus? Ja, Madame? Haben Sie vielleicht diesen Ring schon mal gesehen? Nein, Madame. Aber Sie haben ja nicht mal hingesehen. Entschuldigen Sie mich, Madame. Sie mir bitte nach 50 Mal. Ich habe die Kontrolle über mein Leben. 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 Was ist denn passiert? Der stinkende Willi war erfolgreich. Hallo, Doktor. Ich bin auferstanden. Ja, das sehe ich. Willkommen unter den Lebenden. Wie fühlen Sie sich? Oh, recht ausgeruht, danke. Was ist das für ein Gestank hier?
Das ist so eine Art Kräutercocktail. Meine Mutter hat ihn für mich zusammengebraut. Hören Sie, wann kann ich nach Hause, Doktor? Wenn es keine Komplikationen gibt, schon morgen. Erst morgen. Die im Labor werden sich freuen, dass Ihr Serum so schnell gewirkt hat. Sie haben wirklich viel Glück gehabt. Da dürften Sie recht haben. Vielleicht sollten Sie jetzt mal gehen und sich ausschlafen. Mutter. Labor, von wegen, meine Babys waren es. Danke, Mutter. Mein Sohn. Ich danke dir. Und jetzt macht, was der Doktor gesagt hat. Verschwindet endlich von hier, okay? Und schlaft euch aus. Tut mir den Gefallen, ja? Ich komme bald zurück. Mhm. Gute Besserung. Danke. Angela, ich verspreche Ihnen, so etwas wird niemals wieder geschehen. Cassie, bleib du hier. Wir sollten uns unterhalten. Ich verspreche, bis heute Abend bin ich damit fertig. Wäre gut, denn Warren will ihn gern für die morgige Ausgabe. Okay. Oh, verzeih. Tag. Hallo Ted, was willst du denn hier? Tja, ich habe immer noch den Videofilm von letzter Woche da, ein bisschen altes Popcorn in der Küche und wollte dich fragen, ob du Lust hättest. Wenn du mich so fragst, ja. Nur muss der Artikel fertig werden. Okay, dann eben ein bisschen später. Eigentlich wollte ich packen, wenn ich hier fertig bin. Willst du irgendwohin verreisen? Nein, ich ziehe wieder zurück in die Wohnung von Suzanne. Du bist eben erst zurückgekommen in unser Haus. Ich weiß, und es war wunderbar, wie du mir geholfen hast. Es ist nur vernünftiger, wenn ich bei ihr wohne. Wieso denn? Aus vielen Gründen. Wohl damit, du sofort zur Hand bist, wenn sie einen braucht, um sich auszuheulen. Ach. Das hat sie gehört. Ted, Suzanne ist meine Freundin. Na, herrlich, wundervoll. Die Zahlen für das erste Quartal, wobei besonders die, entschuldigen Sie. Vorerst keine Anrufe, bitte. Ich will das Memo fertig haben, bevor meine Frau hier erscheint. Dann schicken Sie sie rein. Also besonders die komplette Aufstellung der Betriebskosten von Bedeutung ist, wenn Sie das bitte an alle Abteilungsleiter Sicher. Geben würden. Wir sehen uns in einer halben Stunde im Sitzungssaal. Danke. Komme ich zu früh? Aber nein, du kannst doch gar nicht früh genug kommen. Oh, ich bin so ausgehungert und du bist zum Anbeißen. Wir haben auch Sandwiches da, aber die essen wir später, Mason, oder? Mason, es sind heute Morgen seltsame Dinge passiert, nachdem du weg warst. Zum Ersten, der Ring, den Samantha gefunden hat. Sie sagt, sie hat ihn von jemand bekommen, den sie nicht sehen kann. Kinder haben eine sehr rege Fantasie. Der Ring ist keine Fantasie. Dann taucht auf einmal eine fremde Frau auf und sagt, dass sie das Mädchen für oben ist. Und weiter sagt sie nichts. Sie steht nur einfach da und schweigt. Was machst du denn? Essen wir doch jetzt was. Nachher fehlt uns die Zeit. Okay. Also, das mysteriöse Mädchen für oben sah auf einmal den Ring da liegen, worauf sie ein Tablett voller Geschirr fallen ließ. Und dann Dreyfus. Ich habe ihn gefragt, ob er den Ring kennt. Und er sagt, er habe ich nie gesehen. Dabei hat er nicht mal hingeguckt. Du hörst ja gar nicht zu. Ja, was erwartest du denn von mir, Julia? Ich habe keine Zeit dazu. Ich renne von Termin zu Termin ohne Unterbrechung. Ich habe sogar dem Bürgermeister abgesagt, um Zeit für uns zu haben. Ich fühle mich geschmeichelt. Nicht doch. Du bist und bleibst das Wichtigste in meinem Leben. Aber ein paar andere Dinge gibt es da eben auch noch. Mason, in unserem Haus gehen bizarre Dinge vor und du meinst, ich sollte nicht darüber doch, sprechen? Doch, natürlich, ja. Aber zu Hause nach der Arbeit, wenn wir Zeit haben. Jetzt denke ich nur an eins. Ich will mit dir schlafen, Julia. Bist du nicht deswegen hier? Ja, sicher. Na, siehst du. Es ist nur, dass ich... Naja, da reden wir das später. Meine Liebe. Was glaubst du, wer dieses Mädchen für oben ist?